Ja, sehr geehrter Professor Bauer, also ich sage es ganz offen ehrlich, also das Vorlesen von irgendwelchen Corona-Schlagzeilen ist mir als Antwort von Ihnen deutlich zu wenig, gerade für die Position, die Sie einfüllen. So, ich frage Sie jetzt nochmal ganz konkret, wo liegt das Problem für diesen Bericht? Ja, kommt denn wieder auf, dass man die letzten 3 Jahre relativ wenig gemacht oder eigentlich gar nichts gemacht hat, außer diese Akademisierung, die die Leute auf der Station dann früher oder später noch weiter vom Patienten wegholen und eher für die Organisation zuständig sind? Liegt es vielleicht an der Generalistik, die einfach zu weit gefächert ist und uns wirklich nicht vorangebracht hat? Wo sind denn die Verbesserungen? Wo sind die Verbesserungen in den letzten 3 Jahren, seitdem Sie da mitmachen? Und ich frage Sie ganz konkret, wir haben einen Dringlichkeitsantrag gemacht. Da wurden wir hier wieder mal belächelt. Ja, da haben wir reingeschrieben, wir wollen gerne Leute, die gekündigt haben, aus der Intensivpflege, aus der Pflege zurückholen in die Krankenhäuser mit einem kleinen Bonus und mit einem Anreiz auch zu bleiben. Warum haben Sie denn das abgelehnt? Ich meine, Sie haben doch ein ähnliches Konzept gefahren mit dem 500-Euro-Bonus für die Pfleger in der Herr Corona. Renat, Ihre Zeit ist zu Ende. Ja, gut, aber also den einen Satz mache ich schon fertig in der Corona-Pandemie. Wo liegt das Problem?